Peter Maffay, Jahrgang 1949, Musiker, Komponist und Produzent. Peter Maffay gehört mit 19 Nummer 1 Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern mit Abstand zu den erfolgreichsten Musikern in den deutschen Charts. Zu Beginn seiner Karriere wurde er durch Schlager bekannt und heute hat er sich mit seiner Band zum erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker entwickelt. Darüber hinaus ist er Miterfinder der Märchen- und Zeichentrickfigur Tabaluga und hat hiermit bedeutende Bühnenproduktionen auf die Beine gestellt. Maffay arbeitet mit großer Leidenschaft in zahlreichen sozialen Engagements und in seiner eigenen Privatstiftung. Die Verabredung mit Peter Maffay war im wunderschönen Gut Dietelhofen. Das im Landkreis Weilheim mitten in der Natur gelegene Gut hat einen ganz besonderen Zauber und ist für Peter Maffay ein magischer Ort der Ruhe und Stille. Benachteiligte, traumatisierte Kinder dürfen dort für eine Zeit lang Urlaub machen. Um mein Foto- und Tonequipment aufzustellen, war ich schon eine Dreiviertelstunde vor dem Termin da. Und eine Mitarbeiterin von Peter Maffay fragte mich, ja und wann kommen die anderen? Sie hat wohl damit gerechnet, dass da ein ganzer Stab von Leuten kommen würde. Nein, liebe Frau Kraus, ich mache das alles ganz allein. Und bald darauf traf auch Peter Maffay ein. Erstmal, das frage ich eigentlich jeden, auch wenn ich es weiß. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 71, 72 würde ich. Genau, im nächsten Jahr? Im August nächsten Jahr. Aha, dann bin ich Juni, Juli, August, 2 Monate älter. Wir sind gleicher Jahrgang. Wirklich? 49? 49. Wollen wir du sagen? Gerne. Wir, ja? Gerne. Ich habe nämlich die Fragen alle per du geschrieben, weil ich dachte, da wir gleicher Jahrgang sind, ist das doch sehr gerne. Vielen Dank. Prima.